Liebe Zuschauer, bei Pearl TV haben wir wieder was ganz Besonderes für Sie. Es geht diesmal um ganz tolle Tablet-PCs, also diese kleinen Bildschirme, wo Sie dann ein bisschen was eintippen können. Und meistens wandert ja der Bildschirm oder es kommen irgendwelche Fettfinger auf die, auf den Bildschirm. Aber wir haben jetzt für dieses Problem eine ganz tolle Lösung. Und der Kai, der wird Ihnen mal verraten, was wir da Schönes im Petto haben für Sie. So ist es, Jana. Liebe Zuschauer, Sie wissen ja, wenn Sie heute ein Tablet-PC, ein Smartphone haben, einen E-PC oder, dann ist ja immer das Problem, dass ich leider Gottes etwas beschränkt bin mit dem Problem, dass ich eigentlich auf der Tastatur oder auf meinem Bildschirm arbeiten muss. Und ich habe Ihnen heute mal drei Lösungen mitgebracht und das eine genialer als die andere, das kann ich Ihnen gleich versichern. Und ich möchte mal anfangen. Das erste Produkt, was ich Ihnen jetzt zeige, ist eine, und das ist eigentlich total genial, für alle handelsüblichen iPads, iPhones, Tablet-PCs, eine faltbare USB-Tastatur, die im geschlossenen Zustand, wie du immer so schön sagst, schwuppdiwupp. Ja, schwuppdiwupp ist es flach. In der Tasche verschwindet. Klein. Super klein, super einfach. Mit Akku drin, die ich aufklappe und habe mit Soft-Touch-Tasten eigentlich komplette Tastatur in Kuvertsformat, das heißt, es ist im deutschen Tastaturformat. Das heißt, dass ich wirklich also Q-W-E-R-T-Z nebeneinander habe. Und das ist, da ist eine ganz zuverlässige Bluetooth 3.0-Verbindung drin. Das heißt, natürlich sensationell. Das heißt, du schaltest einfach dein Bluetooth an Gerät und kannst über die Tastatur arbeiten. So ist es. Verbindet sich automatisch. Und ich habe hier eine Reichweite bis zu 10 Metern. Und das ist eine ganze Menge. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu den Leuten gehören, die sagen, also iPad arbeiten, das ist alles schön und gut, aber ich habe ständig, wie du es ja gerade angesprochen hast, meine Tapper drauf, oder Sie möchten eigentlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel was animieren auf einem iPad, das kann ja auch mal sein, dann haben Sie immer das Problem, dass letztendlich immer der Tastaturbereich unten im Bildschirm ja, ist. Ja, das nimmt immer den halben Bildschirm fast ganz in genau. Anspruch und dann sieht man gar nichts mehr. Ne? Genau so ist es. Blöd. Und das ist eben der Vorteil jetzt bei unserer, erstens mal dadurch, dass sie klappbar ist, das ist natürlich fantastisch, weil ich kriege die in jede Hemdstasche rein, kriege die in jede kleine Tasche oder sonst irgendwo, die kann ich eigentlich sogar, wenn ich viel beruflich unterwegs mit dem Auto unterwegs bin, kann ich natürlich ohne Probleme auch im Handschuhfach verschwinden ja, lassen. Ja, du hast recht und die wiegt ja nichts. Ne? Gar nichts. Also das ist sehr das federleicht. Ist sehr schön. Ich habe einen integrierten Marathon-Akku mittlerweile, hält ihn also ewig und einfach über einen USB laden. Also einfacher geht's gar nicht. Ladezeit ungefähr 3 bis 4 Stunden. Und das ist schon allerhand. Ja. 3 bis 4 Stunden? Ja, Ladezeit. Ladezeit. Ja, genau, also das geht sogar recht schnell. Und wir haben 176 Gramm inklusive Akku. Das heißt, das Ding wiegt wirklich gar nichts. Und was toll ist einfach, dass ich wirklich diese, du kannst ja auch mal, du hast es ja auch schon probiert. Ich fasse auch einmal rüber, angenehm. Genau. Es sind wirklich die Tasten, schöne Tastaturen. Die kann man auch gut eindrücken und die geben auch gut nach. Also ganz weich. So ist es. Und wir haben eben auch, was ich sehr schön finde, wir haben hier die unten beiden Leertasten, haben wir 2 Tasten, nicht nur eine. Erstens mal, weil man es natürlich technisch letztendlich knicken muss. Und zweitens ist es aber auch sehr angenehm, wenn Sie wirklich jetzt jemand sind, der 6-, 8- bis 10-Finger-System kann, dann finde ich das immer sehr angenehm, wenn man auf beiden Seiten jeweils eine Leertaste hat, weil ich mit dem Daumen unten sehr schön rankomme. Ja, genau. Und was ich auch gut finde, weil sonst hast du ja beim Touchscreen, du siehst nicht nur deine Tabs auf dem Bildschirm, sondern du kannst auch gar nicht so schnell tippen. Ne? Genau. Und das ist ja eine viel schnellere Geschwindigkeit, wenn du so deine ganzen 10 Finger in Anspruch nehmen kannst. Und oftmals ist es so beim, also nicht unbedingt vielleicht beim iPad oder so, sondern vielleicht eher beim iPhone, wo du dann wirklich der Bildschirm, das kannst du auch einstellen, fixieren, aber dann wechselt der so. Ich weiß nicht, ob das kennst. Wenn der dreht, dann, ja. Genau, das ist auch immer ein bisschen schade, aber das kann man ja auch alles einstellen. Und so eine Tastatur ermöglicht natürlich, dass das iPad ruhig liegt und dass du dann könntest aber auch, wie wir es gerade schon gesagt haben, weil es über Bluetooth ist, ja auch woanders dich hinsetzen und dann das iPad bedienen. Gesetzt den Fall, ich habe das iPad jetzt zum Beispiel irgendwo stehen, dass es ein bisschen erhöht ist. Dann wäre es natürlich unangenehm, wirklich mit der Hand die ganze Zeit oben zu arbeiten. Aber das Tolle ist eben hier, dass ich wirklich sagen kann, ja, ich lege mir das auf den Schoß, ich lege es mir irgendwo auf den Tisch und fange schon mit meiner Tastatur an. Und wie gesagt, es ist kinderleicht von der Bedienung, es ist kinderleicht von der Kombinierung mit dem iPad. Natürlich aber auch in diesem Falle, bitte liebe Zuschauer, ganz wichtig, mit jedem anderen handelsüblichen Tablet-PC. Das heißt, wir können hier alle Bereiche bedienen und das ist toll. Und letztendlich ist es wirklich so, zack, zusammen und geschlossen. Wir haben hier vorne jetzt haben wir unsere Push-Taste, wo ich drauf drücke, um unsere Tastatur zu entriegeln. Dann kann ich die aufklappen. Stopp nochmal. Jetzt vielleicht nochmal zeigen. Zeigen wir es mit der Kamera nochmal. Jetzt mache ich mal die Klappe zu. Jetzt haben wir hier oben unseren Push-Knopf. Wenn ich auf den drauf drücke, dann kann ich sozusagen meine Tastatur entriegeln. Ja. Und die geht auf. Dann habe ich natürlich noch, erstens mal hier, wie Sie es ja schon gesehen haben, vorne die komplette Kuvertstastatur mit drauf. Und ich habe natürlich, was dringend benötigt ist, hier oben jetzt
wie man es auch schön sehen kann, den An-Aus-Knopf und eben den Charge, den Ladeknopf, den ich natürlich auch benötige, um unsere Powerstation wieder fit zu machen. Das ist natürlich gut. Ganz einfach ist auch, ich habe hier oben auf der rechten Seite von der Tastatur, das sieht man hier, habe ich meine beiden Infoleuchten. Das eine ist die An-Aus, die leuchtet grün und die andere fängt blau an zu leuchten, wenn sich sozusagen das Bluetooth dann verbunden hat. Völlig easy von der Handhabung her, klein, kompakt. Ne, das ist, also früher gab es ja mal diese... Ne? Ja, genau. Große Heute Handys. Ist es so, dass ich wirklich eine tolle kleine Tastatur habe, die nichts wiegt, extrem lange hält. Und auf Reisen zum Beispiel in der Bahn ist es auch ganz interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt diese Aufsteller von den iPads, das sind diese schmalen Höhlen, wo ich das iPad dann wirklich schön auf den Tisch stellen kann. Meistens ist es ja so, wenn ich jetzt Leute gegenüber sitzen habe, diese Tische sind nicht sehr tief. Ja, da hast du recht. Dann kriege ich schon ein bisschen Probleme, was den Platz betrifft. Und insofern habe ich hier ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ich nehme die Tastatur auf den Schoß, weil die ist klein genug. Und auch dann kann ich arbeiten und sagen mal, bedränge ja auch meine Tischnachbarn oder die mir gegenüber sitzen auch nicht. Und wichtig, du hast auch nicht diese ganze Kabellage. Das nervt ja auch, ne? Natürlich am Schluss also noch dazu. Du hast ja einfach die Tastatur, dann dein iPad und kannst damit super arbeiten, ohne dass da noch so eine Kabelsalat oder irgendwie verheddern kann sich. Und was ich auch schön finde, wo du gerade Zug- oder Bahnfahren erwähnt hast, bin ja gestern auch wieder mit dem Zug gefahren und da waren ja alle mit ihren kleinen iPads am hantieren und gab auch welche, die haben dann wirklich immer wild drauf rumgedrückt und das ist ja auch eine komische Haltung, ne? Wenn das dann auf dem Tisch liegt genau und so bücken sich alle vor. Wenn du aber diese Halterung hast und du hast das quasi so, dass du es super sehen kannst und kannst auch noch eingeben, deine E-Mails beantworten, du sparst ja eine enorme Zeit, finde ich sehr gut und es ist viel einfacher. Und wie du gesagt hast, wiegt nichts, ist super praktisch und ganz wichtig, es ist super günstig. Es ist wirklich ein Pearl-Purzel-Preis, jetzt bin ich schon selber am Holpern und da kann man einfach nicht widerstehen. Du bist immer baff von unseren Preisen. Ne? Ja, ich finde es, nein, es ist wirklich so, wenn man das sonst sieht und vergleicht es im Internet, ich gehe auch immer fleißig im Internet recherchieren und gucke auch wirklich, ob das für unsere Zuschauer günstiger ist. Zu dem Preis normalerweise nein, nicht, das völlig gibt recht. Es nicht. Und deswegen sollen das die Zuschauer auch wirklich wissen, weil manche machen sich ja nicht die Mühe und dann muss man es ihnen eben mit auf den Weg geben. Und wir erklären es ihnen eben nochmal, wie das funktioniert, liebe Zuschauer, ganz einfach. Dadurch, dass wir bei den Herstellern direkt einkaufen oder auch sehr viele Dinge selber herstellen aus unserem Produktprogramm, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir den Fachhandel außen vor lassen. Und der Fachhandel muss ja normalerweise auch eine Mark verdienen, um leben zu können. Und da wir uns den Fachhandel komplett sparen, können wir eben solche Purzelpreise, super Purzelpreise, wie Jan immer so schön sagt, an Sie weitergeben. Qualitativ, das haben viele unserer Produkte auch in vielen Tests bewiesen, sind wir auch immer vorne mit dabei, was mich immer sehr stolz macht, weil das einfach mal zeigt, dass man eben auch für weniger Geld gut produzieren kann. Ja. Genau, du sagst es, wir haben Qualität, aber zu kleinen Preisen und da sollte man dann auf jeden Fall zuschlagen. Also Sie sollten nicht, Sie greifen einfach zum Hörer und bestellen sich das, aber wir haben natürlich auch noch weitere Geräte im Petzl-Gell. Und deswegen würde ich sagen, größeren Zettel nehmen und wirklich Stift dabei lassen, weil jetzt kommen wir zu einem ganz tollen nächsten Teil. Und zwar ist es zum Beispiel das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, auf einem iPhone. Ist ja auch immer das Problem, dass ich sage, sobald ich anfange zu tippen, habe ich bloß noch die Hälfte vom Bildschirm. Und wenn ich mal eine lange Mail schreibe und weiß jetzt gar nicht mehr, was ich 10 Zeilen zuvor geschrieben habe, dann muss ich mal so einem kleinen Feld hoch und runter scrollen mit dem Finger. Und meistens verliert man den Überblick. Und da haben sich unsere Leute hier bei Pearl wieder was klasse einfallen lassen. Und zwar, wenn ich Ihnen das jetzt mal zeige, dann sagen Sie... Ich nehme dir das mal weg. Genau, das nehme ich dir mal ab. Wenn ich Ihnen das jetzt mal zeige, dann werden Sie sagen, ja, was zeigt er denn jetzt schon wieder? Das ist ja nichts anderes als eine Schutzhülle. Ist es einerseits schon. Ja. Aber, und jetzt kommt das Tolle. Jetzt kommt der Clou an dieser Geschichte hier. Das ist ja, wie du sagst, nicht nur eine Schutzhülle, sondern es kommt auch noch eine... Jetzt kommt eine Tastatur noch. Und zwar ist das eine Hardcover, also ein Schutzcover für das iPhone 4 und 4S, wo ich eine kabellose Mini-Tastatur und einen neigbaren Ständer dabei habe. Das heißt, ich kann einerseits dieses Cover als Tastatur verwenden oder wenn ich zum Beispiel, Sie können ja heute jederzeit mit dem iPhone 4 oder 4S, können Sie ja auch Filme im Internet gucken, dann kann ich sozusagen mir das iPhone auch in die sozusagen perfekte Position auf den Tisch stellen und kann in aller Ruhe letztendlich auch meine Filme gucken. Ganz wichtig, wo du es gerade sagst, die Tastatur ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, weil ich schreibe ja auch immer lange E-Mails oder auch lange Nachrichten, je nachdem an wen sie gerichtet ist und ich brauche immer lange, weil ich ja immer diese kleinen Wörter dann oder die Buchstaben suche und ich gehe auch mit meinem Gesicht immer ganz
ganz nah ans iPhone ran. Ja. Und das ist natürlich jetzt die ideale Lösung, weil ich brauche gar nicht mehr direkt auf die Tastatur zu gucken, sondern kann eingeben ganz, ganz schnell über 10 Finger. Ich frage jetzt einfach mal die Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich denke mal, es sind viele von Ihnen dabei, die sind die sogenannten Zwei-Finger-Tipper, wenn Sie E-Mails schreiben oder SMS verschicken. Es geht mir nicht anders. Ich habe das iPhone normalerweise auch in der Hand und tippe mit beiden Daumen oder mit einem Zeigefinger und einem Daumen, damit es etwas schneller geht. Hier haben Sie den Riesenvorteil bei unserer Tastatur, dass Sie letztendlich mit zwei Daumen die komplette übersichtliche Tastatur haben und wesentlich schneller noch arbeiten können, weil die Tasten sind so ausgelegt, dass Sie es perfekt mit einem Daumen auch drücken können von der Größe her und ich nicht jetzt ständig immer mit einem Finger übers halbe Display gehen muss, um immer einen einzelnen Buchstaben zu finden. Und das ist natürlich der Riesenvorteil hier von der Tastatur. Ja, aber es geht auch beides. Also du kannst trotzdem über Touchscreen dein iPhone noch bedienen. Kannst und du natürlich auch, das ist kein das Thema. Das ist natürlich klasse, ne? So, und dann jetzt steht's auch noch. Zeige ich Ihnen. Besser geht's also gar nicht. Eigentlich haben wir hier mit einem iPhone 4, iPhone 4S, haben wir eigentlich so einen richtig kleinen, portablen PC. So sieht's auf jeden Fall jetzt auch aus. Wow. Und es ist, wie gesagt, die ist ausziehbar, die Tastatur. Das ist eine ganz klassische deutsche Kuvertsanordnung, mit Shift-Taste auch. Sondertasten und Funktionen. Das heißt, alles, was ich letztendlich an der Oberfläche meines iPhones bedienen will, kann ich da auch machen. Und gleichzeitig ist eben auch das Case ein hervorragender Ständer, wenn Sie zum Beispiel, ich finde das auch ganz gut, wenn ich jetzt mal im Hotel bin. Ja. Und ich nutze den als Wecker. Dann habe ich eigentlich auch, könnte ich auch sagen, ich habe einen klassischen Wecker stehen letztendlich, weil sie sich eben das Display auch so drehen können, wie sie es brauchen. Noch dazu kommt bei diesem Case, liebe Zuschauer, dass wir natürlich alle maßgeschneiderten Öffnungen haben, um die normalen Funktionen des iPhones weiter bedienen zu können. Das ist ganz wichtig. Wir haben für die Kamera, für alle Tasten sowie die Tastatur natürlich alles offen, dass ich das auch ganz normal weiter bedienen kann. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir haben natürlich einen separaten Lithium-Ionen-Akku, wo ich einen Ein- und Ausschalter mit habe. Das heißt, ich habe letztendlich auch, naja, nicht eine Laufzeitverlängerung, aber ich kann letztendlich den eigentlich wie ein kleines Laptop nutzen. Ja, das ist echt toll. Man kann das iPhone jetzt umfunktionieren. Ich kenne viele, die das iPhone einfach lieben und finden das toll. Aber was sie stört, ist halt, dass man keine Tastatur hat. Genau. Und das ist jetzt eine Lösung, wie man wirklich vollkommen zufrieden sein kann. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Gerade so was jetzt die, die Leute anbelangt, die viele E-Mails versenden müssen und viel unterwegs sind. Oder wenn sie sagen, Mensch, ich brauche vielleicht gar nicht unbedingt ein iPad oder größere Geräte. Ich habe häufig mein iPhone dabei, das gibt es ja auch. Dann haben Sie hier echt eine tolle Möglichkeit, um viel und schnell zu arbeiten. Was mir auch sehr gut gefällt an diesem Case ist, wir haben eine sogenannte Soft-Lack-Oberfläche. Ja, das ist und echt das ein sieht Traum. Immer wieder super edel aus, schön. Ist ganz geschmeidig in der Hand. Das heißt, es liegt sehr, sehr, sehr angenehm in der Hand, ist auch rutschfest. Es hat so eine ganz leichte, gummiartige Oberfläche und sieht super schick aus in diesem matten Lack. Sie sehen es jetzt hier auch komplett, die Kamera ist oben ausgespart. Das heißt, ich kann alles weiterhin so bedienen, wie ich das von meinem iPhone normalerweise auch Und das finde ich sehr wichtig, weil man ja häufig einfach mal ein paar Schnappschüsse macht, egal wo man ist. Und dann hast du auch nicht die Möglichkeit, dass du vielleicht jedes iPhone immer rausfriemeln möchtest. Und hier hast du es ja ausgespart, dann kannst du jederzeit Fotos machen. Also, und hier oben ist ja auch alles ausgespart, was man braucht, wenn man jetzt zum Beispiel hier Kopfhörer reinstecken möchte. Unsere Smooth-Taste hier oben ist komplett auch mit frei. Unten dran ist natürlich auch, das können wir auf der Unterseite nochmal zeigen. Genau, der Dock-Connector. Haben wir natürlich den Dock-Connector unten auch und darüber wird das natürlich auch aufgeladen, also auch da sehr praktisch weitergedacht. Richtig. Also ich klicke das ein und letztendlich bleibe ich in der Ladefunktion voll erhalten oder wenn ich zum Beispiel mit meinem PC das iPhone jetzt synchronisieren will, muss ich es nicht erst aus dem Cover rausbauen, sondern schließe einfach meinen Connector ganz normal wie ans normale Handy an, auch an. Das Tolle ist auch, wir haben ja 88 Gramm, das ist eigentlich nichts. Das bedeutet, das iPhone wird nicht wirklich schwerer. Das stimmt. Toll ist einfach, dass ich hier eine richtig kleine Bürolösung habe, wo sie eben letztendlich auch die Tapper auf dem Display etwas reduzieren und eben, das ist das Tolle, das ganze Display von der Größe her nutzen können, um darauf wirklich zu schreiben. Also tolle Lösung fürs iPhone. Super geniale Lösung. Fantastischer Preis, muss man auch dazu sagen. Ja, stimmt. Also und, hier haben wir auch wieder einen tollen Preis und es schützt auch noch das iPhone. Das heißt, ich brauche nicht noch eine extra Hülle besorgen, sondern die Tastatur und die Hülle ist ja beides in einem und vereinfachen Sie sich einfach Ihre zukünftigen Arbeiten und nutzen Sie so eine Tastatur, das geht ja dann alles viel schneller. Ja. Ja, aber wir haben noch was, lieber Kai. Ja. Was haben wir denn noch Schönes für unsere Zuschauer dabei? Liebe Zuschauer, wer heute ein iPad 3 besitzt, für den habe ich jetzt eine Lösung, das zieht Ihnen die Schuhe aus. Ich finde sie fantastisch von der Idee her. Jetzt, Jana, tut das mal weg. Genau, richtig. Ich packe die mal zur Seite. Jetzt hole ich mal, das ziehe ich jetzt hier rüber. Dann werden Sie sich denken, ja, was hat er denn da? Das ist eine
Und das lasse ich jetzt ganz langsam auf meiner Zunge zergehen, weil das gibt es ganz, ganz, ganz selten in dieser Kombination. Wir haben hier eine ultraflache, kabellose Tastatur fürs iPad sowie Tablet-PCs von Samsung, Acer, HP und viele andere mobile Geräte bis 10 Zoll. Wir haben einen integrierten Ständer, der Ihr Tablet im idealen Blickwinkel hält. Wir haben es jetzt hier einfach mal mit dem iPad 3, das ist schön zu sehen. Und genial für längere Texte. Und da komme ich jetzt auch wieder auf den Punkt. Auf einem iPad ist es normalerweise so, dass wenn Sie jetzt anfangen Warte zu tippen. Warte mal, das spiegelt ein bisschen. Dann machen wir es so. Genau. Wenn Sie auf dem iPad jetzt anfangen zu tippen, haben wir die gleiche Problematik, wie als wir die erste USB-Tastatur vorgestellt haben. Das heißt, ich bin immer mit so zwei Fingern am Tippen auf meinem Display drauf und sehe nichts von der ganzen Displaygröße von dem, was ich bearbeite. Und da haben wir jetzt eben hier auch wieder in einer genialen Soft-Lack-Optik, genau wie jetzt von unseren Kleinen auch. Ja, das zeigen wir jetzt mal. Es spiegelt nämlich ein bisschen so. Es ist sensationell gemacht. Das iPad liegt hier drin wie angegossen. Ja. Und es ist ein perfekter Schutz für das iPad, weil das iPad wird hier oben eingeklickt in die Hülle. Ja, und ich mache das vielleicht jetzt auch mal ganz kurz, wie es geschlossen wir aussieht. Wir machen es jetzt mal zu. Weil das ist so geschmeidig. Kai, so. Ich bin echt von der Hülle schon fasziniert. Es sieht super edel aus, aber wir haben ja noch einen Riesenknaller dabei, den ich dann gleich noch sage. Erstmal ist zu sehen, dass wir natürlich den iPad-Besitzern auch wirklich das Glückliche möglich machen, dass jeder sehen kann, dass das kleine angebissene Äpfelchen auch da mit drin ist. Genau. Deswegen haben wir da die Aussparung. Dann sehen Sie weiterhin auch, dass wir natürlich auch alle anderen Connections, also alle anderen Verbindungen in diesem Case mit eingebaut haben. Das heißt, der Monitorknopf, alles Kopfhöreranschluss ist frei zugänglich auf der Seite. Und auf der anderen Seite Das heißt, man kann seine Filme schauen und über Kopfhörer stört man keinen. Das finde ich auch mal wichtig. Häufig im Zug sieht man das. Ja, Flugzeug zum Beispiel, all diese Dinge. Und da ist es eben so, dass ich hier unten auch wieder meine Connection habe. Das heißt, alles wunderbar. Und dann sehen Sie aber jetzt zum Beispiel auch hier, dass wir jetzt hier noch ein Mini-USB und einen großen USB-Anschluss haben. Und der ist dafür da, dass ich unser Case auflade. Und das finde ich super, weil es gibt ja eigentlich beim iPad kein USB. Ne? Aber geht damit können wir dann unsere Tastatur aufladen, wie du gerade schon gesagt hast. Wir haben hier eine klassische Bluetooth-Tastatur. Auch wieder kuverts. Das sieht man wunderschön jetzt auch in der Tastatur vorne. Ich halte die nochmal hoch. Genau. Sie haben eigentlich jetzt die Möglichkeit, Ihr iPad zu einem richtig kleinen Notebook auszubauen. Und der Knaller ist, wir haben also wie gesagt aktuelle 3.0 Bluetooth-Technologie, das heißt, es verbindet sich automatisch. Der Bluetooth-Dongle ist übrigens mit dabei, der ist integriert und verstaut, und also im Inneren der Tastatur. Und wir haben Minimaße, 25x18x1 cm Dicke, das ist wirklich nicht viel. Das ist inklusive echt super, des USB-Ladekabels, des Bluetooth-Dongles. Und das Tolle ist aber auch, und das muss ich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben hier eine sogenannte Powerbank noch integriert. Ja. Das bedeutet, ich habe hier die Möglichkeit, und das müssen Sie sich jetzt echt mal vorstellen, bis zu 5000 Stunden Standby. Wow, das ist echt sehr lange. 5000 Stunden Standby, das sind 4000 mA vom Akku, das ist unheimlich viel. Und bis zu, jetzt, das ist wirklich das Allergrößte, finde ich eigentlich, bis zu 1200 Stunden Nutzung der Tastatur im Akkubetrieb. Wow, also da kann man ja unendlich an der Tastatur Das werden E-Mails, arbeiten. Die sind länger als jede Klopapierrolle der Welt. Mensch, das hast du aber schön gesagt. Ich denke gerade daran, Mensch, hätte ich doch mal mir nicht das MacBook Pro gekauft, dann hätte ich nämlich eine Menge Geld sparen können, weil mir ging es immer um die Tastatur, darum habe ich halt kein iPad mehr gekauft und habe mich dann, oder jetzt ärgere ich mich im Endeffekt, weil das hätte ich ja alles locker dabei haben können, das ist viel handlicher und ja, praktisch. Liebe Zuschauer, die Lösung ist so genial, wie einfach. Wie gesagt, ich habe das iPad geklippt hier, es ist wirklich fest, und das Tolle ist natürlich, einen besseren Schutz fürs iPad, inklusive einer Tastatur, werden Sie nicht Gibt kriegen. Es nicht, nein. Und Klappen ich finde, Sie diese Schutzhülle ist so genial. Hast du unten auch noch ein paar Füße? Ich habe hier natürlich die Gummierung unten dran, damit der mir auf dem Tisch nicht wegrutschen kann, logischerweise. Das kann auch im Zug passieren, wenn es da mal ein bisschen holpert oder wie auch immer. Früher hat man gesagt, das wäre ein 11-Zoll-Notebook gewesen. Ja. So, heute habe ich den Riesenvorteil, ich habe mein komplettes iPad hier drin, ich habe die Tastatur dabei, ich habe die Akkuverlängerung. Und das ist eben der ganz wichtige Punkt. 1200 Stunden Tastaturnutzung. Ja. Jetzt müssen Sie sich mal überlegen, was Sie in der Zeit machen können, bis Sie wieder aufladen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre in Urlaub, und viele unserer lieben Leute fahren in den Urlaub und nehmen sich ja trotzdem Arbeit mit, eigentlich böse, böse. Aber ja, das darf man nicht. Da kenne ich auch jemanden,
aus unserer Firma, nämlich unser Chef, der geht auch in Urlaub und wissen Sie was, der beantwortet sogar noch alle E-Mails, finde ich echt fleißig. Also der ist auch im Urlaub fleißig. Ja. Tatsache ist jetzt, dass ich zum Beispiel hier nicht auf das Problem komme, dass ich nach 4, 5 Tagen sage, ich brauche irgendwo eine Steckdose zum Aufladen, sondern mit 1200, das muss man sich mal überlegen, mit 1200 Stunden Nutzung, ja, mit einmaligem Laden, kann ich auch gut und gerne mal 6 Wochen in Urlaub fahren und kann trotzdem alles schreiben, was ich will. Das finde ich echt klasse, aber ich denke nicht nur, wenn man in Urlaub fährt, beantwortet man ja E-Mails, sondern im Regelfall ist es so, dass man vielleicht eher ein Filmchen gucken möchte. Auch das, klar. Oder dafür braucht man ja auch manchmal für die Einstellungen die Tastatur, damit es einfach schneller geht. Oder die sozialen Netzwerke, was man auch immer alles so pflegen möchte. Wenn du zum Beispiel normal im Internet surfst, du googelst irgendwas, du kannst es ohne Probleme mit der vollen Tastatur machen. Ich habe natürlich die Home-Button-Funktion und die Suchfunktion, die ich normalerweise auf dem iPad in der eigenen Tastatur habe, haben wir auf unserer Tastatur, hier auf unserer USB-Tastatur natürlich auch mit drauf. Das bedeutet, ich muss wirklich die Monitortasten nicht mehr, oder besser gesagt, ich muss mein iPad nicht mehr benutzen. Hier sind zum Beispiel, das ist die Home-Taste und das ist die Suchtaste. Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn man auf die Suchtaste drückt, dass man dann eingeben kann, was man in seinem iPad sucht. Dann richtig, gebe ich das ein, genau, und dann kommt er. Dann brauche ich bloß hier drauf zu drücken und dann komme ich letztendlich auf die Suchfunktion und muss eben nicht mehr übers Display touchen. Und das, ja, finde ich super. Ja, das ist super. Ja, dann hast du auch immer nicht diese ganzen Griffe auf dem Display, das stört mich zum Beispiel immer, weil du bist ja die ganze Zeit nur am Saubermachen. Dann willst du ein Filmchen gucken und was ist auf deinem Bildschirm? Die ganzen Griffel. Die Tabs drauf, ja, genau. Und vor allem, Sie werden das so auch sicherlich deswegen lieben lernen, weil wir haben ja bei dem iPad 3, haben wir, oder bei dem neuen iPad, wie man es ja nennt, haben wir ja dieses Retina-Display, dieses hochauflösende, extrem qualitativ gute Display. Und da ist es eben so, dass ich dann eben nicht ständig das Display sauber machen soll, sondern ich habe den vollen Umfang des Bildschirms da. Ich nutze die ganzen 10 Zoll Größe von dem iPad. Richtig, und bin trotzdem hier auf meiner Tastatur. Und wenn ich da mal jetzt ein bisschen, sagen wir mal, schweißige oder fettige Finger habe, ist es nicht so schlimm, weil die kann ich ohne Probleme abwischen. Das stört ja auch nicht auf dem Display. Ich finde die Lösung einfach genial. Es sieht so edel aus. Ja. Das ist einfach, schauen Sie sich das mal an, liebe Zuschauer. Das ist das ganze iPad mit einer USB-Tastatur. Ja, warte also mal. Also genialer geht's nicht. Meins. Ja, ich habe ja leider noch keins, aber ich finde es wirklich wunderschön. Es fässt sich unglaublich gut an und ich bin ja auch so ein Apple-Fan. Von daher ist es auch schön, dass es ausgespart ist und dass man es sehen kann, denn es ist wirklich eine tolle Erfindung. Man kann ja auch Fotos machen. Sehen Sie, das ist auch wieder ausgespart. Jetzt versuche ich das mal, Jana wegzunehmen. Also sie scheinen sie wirklich zu mögen, Sie sehen es. Ja. Es ist toll gemacht, es ist wirklich klein, es ist handlich. Sie schützen Ihr iPad natürlich perfekt, weil innen drin, wenn Sie das iPad zuklappen, sind auch nochmal Gummierungen drin, damit eben wirklich nichts wackeln kann. Das wird eingeklippt. Es ist eine super Lösung. Es sieht traumhaft gut aus. Es funktioniert perfekt. Und für den Preis, liebe Zuschauer, würde ich Sie da mal bitten, googeln Sie doch mal. Schauen Sie mal, wo Sie das für das Geld kriegen. Ich kann Ihnen sicher sagen, nirgendwo. Das stimmt. Also es gibt wirklich im Vergleich Schutzhüllen, die sind wirklich sensationell. Aber die haben gar nicht so viele Funktionen, wie wir es jetzt hier haben. Und deswegen, liebe Zuschauer, gönnen Sie sich jetzt was. Bestellen Sie ganz schnell, damit Sie sich nicht ärgern, wenn die schnell verkauft sind. Und zu so einem Pearl-Purzel-Preis ist echt sensationell. Viel Spaß damit. Stellen Sie sich glücklich. Rufen Sie jetzt an. Wir warten auf Sie. Pearl TV, das Einkaufsparadies. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Also, ran ans Telefon. Shoppen Sie mit. Nur bei Pearl TV.